Ja. Inan, hilf mir, ich sterbe gleich. Ich sterbe. Ich sterbe gleich. Inan, Hilfe. Ich sterbe, ich brauch noch. Inan, was bist du für ein Opfer? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier. Hallo, dein Einsatz? Ark Karibik. Okay. Von einem Raptor verfolgt. Zu einer weiteren Runde Ark Karibik. Hier, ich hab. Ist mich, karibisch, ne? Nee, ich hab mich gerade. Töten lassen, weil ich ja letzte Folge falsch respawned bin. Wir haben oben unser. Ich frage fest, ich steck fest. Unser Haus verloren. Und wir müssen da irgendwie wieder hinkommen. Alter, wie sollen wir da hinkommen, Junge? Mir folgt halt jedes Mal ein Raptor. Wölfe sind ja nicht so schlimm. Die sind ich glaube, wir sollen einfach zu zweit rumlaufen. Einer muss es dann schaffen. Wie Betten hast du denn gebaut schon? Wie gehe ich schon? Ja, gecraftet, meine ich. Wo drin? Ark. Hä? Wie Ark? Ja. Wie viele Betten hast du gecraftet? Eins. Ja. Nein, oh, komm schon. Oh. Hä? Ich kann nicht da respawnen. Ja, alle so Betten sind verbraucht. Was machen wir jetzt? Wollen wir einfach mal Nordwest einspawnen? Aha. Ja. Komm, hier sieht's doch mal ein bisschen freundlicher aus. Oder ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns ausrüsten sollen, um die anderen Inseln zu besuchen. Guck mal, hier wo ich jetzt gespawnt bin, da ist jetzt ein Dodo, Parasaurus und Carbonimus. Was ich meine? So Starterpunkte. Und was ist hinter mir? Ein kleines Scheiße. Oh, Alter. Wir sollen jetzt nicht wieder hin. Ich guck doch mal, wie gefährlich das da ist. Also, wir haben keine Chance. Du meinst, dass wir jetzt hier erstmal eine Base aufbauen und dann. Ja. Wir hätten es doch aber fast geschafft, da drin eine Base aufzubauen. Da war doch alles, da waren Stegos und alles. Ja, dann haben wir es doch nicht geschafft. Weil da Angetarpse gekommen sind, dann sind da Katzen gekommen und die Stegos angegriffen. Wie willst du denn jetzt wieder hochkommen? Ja, weiß ich halt auch nicht. Wir müssen. Guck dir mal die Küste da an. Wir müssen uns einfach hier Pteranodons zähmen. Junge, wir haben uns erst ein Tier gezähmt in diesem Kackprojekt. Und dieser. Aber die Mods funktionieren ja auch nicht. Bis jetzt ist das ja ganz normal Vanilla. Die Map. Ja, okay, die Map ist anders. Aber Leute, ihr könnt hier mal gucken. Hier unten, was hier alles noch für geile Sachen sind. Ja, die ganzen Anunnaki-Items, die sind ja alle da. Ja. Aber wir finden nur keine Tiere. Ja, Alpha Trike, Alpha Raptor, das sind alles Anunnaki-Sachen. Aber wir finden die Tiere nicht. Irgendwie sind die ultra selten. Das ist ganz komisch. Okay, wir müssen dann jetzt ein Pteranodon. Also zwei Pteranodons zählen, würde ich sagen. Ich erstmal. Wo sind jetzt ein Pteranodon? Um da dann hinzukommen. Ja, was bringt uns dann, wenn wir da sind? Ja, damit wir da unsere Base aufbauen können. Ja, wir sterben dann eh wieder instant, so wie jetzt. Haben wir doch gesehen. Aber hier ist es voll langweilig. Du meinst, kannst du ja da nochmal versuchen hinzukommen? Hey, ja klar. Warum denn nicht? Ja. Ich
lass uns doch jetzt einfach einen Veteran oder einen Zähm und dann dahin. Was war da so toll? Hä, das war, also es war, hier ist es so 0815, finde ich. Keine Ahnung. Obwohl da oben auf dem Berg ist vielleicht auch ganz nice. Keine Ahnung. Irgendwie sind hier nur... Hä? Was hat den angegriffen? Was? Ist gerade so ein Parasaurus weggerannt. Da weiß, was mein Bruder umgebracht hat. Ach so. Ja, wollen wir dann erstmal hier oben eine Zwischenbase aufbauen? Ja, da wäre ich ja für mich jetzt. Also, wie ist meinst du mit oben? Hier da oben auf dem Berg drauf. Ja. Ja. Da müssen wir aber erstmal irgendwie eine Leiter hochbauen. Weil hochkommen tut man nicht. Ich baue hier einfach mal eine Foundation hin. Wo hast du da jetzt gebaut? Ich, hier einfach so, du musst einfach einmal drum rumlaufen und dann siehst du mich hier, das, ich bin direkt hier am Berg. Mich? Nee. Ich bin hier direkt dran. Du müsstest auch schon die das Gebaute hier schon sehen. Ja. So, ladder, ladder, ladder. Rope ladder. Wie geil! Er hat dich erst gedacht, weil ein bisschen zersch. Hä, aber die kann man doch nur von oben runter machen und nicht von weiß unten. Ich nicht. So. Ich hab mal eine aus Test das Becken gebaut. Guck mal, wie ich die jetzt da Brand platzieren kann. Oh, Schnapppoint. Ja, okay, wahrscheinlich kannst du die sozusagen von oben runter bauen lassen. Ja, genau. Wie geil. Ich wusste gar nicht, dass man das noch so schon so früh bauen kann. Was kostet der? Ordentlich Holz. Okay. Okay, von hinten geht das nicht. Aber die sind voll geil, diese neuen Wendeltreppen. Ich frag mich auch,
Das wird Spiel wird bestimmt richtig nice, wenn das offenbar, also wenn das richtig veröffentlicht ist. Oh ja, das glaube ich auch. Und das ist Alpha, ne? Oder? Ich hab noch nie so ein Spiel gesehen, was so nice in Alpha ist. Ist halt echt so. Na, es ist nicht Alpha, es ist Early Access, ja, aber trotzdem. Ja, Early Access halt. Aber. Naja. Das stimmt schon. Und am Anfang die Performance war ja extrem schlecht. Und da haben die ja schon so viel rausgehauen. Vor allem, es gibt einfach dieses Deal, The Center DLC, was sozusagen ein ganz neues Spiel ist. Eine ganz neue Map, eine ganz neue Karte. Komplett gratis. Einfach komplett gratis, ja. Die ganzen anderen Spiele, die schon 60 Euro kosten. Ja, musst du alles immer noch bezahlen. Da würde so eine Map einfach wieder, keine Ahnung, 60 Euro kosten. Zu so einem Call of Duty zum Beispiel. Da, ja, das ist ja immer das gleiche Spielprinzip. Das ist einfach nur eine neue Map oder ein neues Zeitalter oder so. Als ob wir weit oben. Wie geil die Wendeltreppe aussieht. Ja. Das ist wirklich nice. Wenn man auf so eine Foundation jetzt zuläuft, ist es ja jetzt auch so, dass man direkt hochläuft. Also man muss nicht mehr springen davor. An oben an das Ende der Treppe nichts ranbauen. Warte, dann brauch ich noch einen Dingens hier. Deswegen habe ich die Wände ja auch weitergezogen. Weil du ja oben zwangsweise eine. Hast du da noch eine Wand? Ach, wir brauchen ja nur noch. Nice! Das war der perfekte Move, anstatt zu warten, bis ich meine zwei. Hast du noch die Links gehabt? Ja, zwei Stück. Mal schauen, ob ich da hochkomme. Ich glaube, ich komme da auch nicht hoch. Habe ich so das Gefühl. Aber das Einzige, was so war an der Wendeltreppe ist, wird dadurch, dass sie so lange ist, ist es extrem stressig, da hochzulaufen. Alter, es ist so hell. So, erstmal Blumenquality ausgemacht hier oben. Wollen wir die Bäume hier oben drauf weghauen? Würde ich, oder? Würde ich nicht sagen, ne? Als ob. Ernsthaft. Das heißt, ich muss jetzt erst ein Bett bauen, oder was? Scheiße, ich bin bei einem anderen Bett gespawnt. Also im richtigen Bett. Ach so, ausgewählt war. Alter, ja. Richtig. Also dort bestimmt, ja. Ich spring 1 Meter und da ist gleich ein Wolf. Komm, kill mich. Ach, der schwimmt weg. Frag ich den jetzt erstmal ohnmächtig. Ja, überhaupt nicht gefährlich hier oder so, ne? Nein. Okay, ich muss hier eben nochmal den Para töten. Warum? Damit ich ein bisschen Hide habe, um dir ein Bett zu bauen, damit du hier respawnen kannst. Ich weiß auch. Ja,
Leiche aufsammeln. Okay, dann nicht. Die Leiter kann man gar nicht normal hochlaufen, ne? Die Wendeltreppe. Wie, die Leiter kann man... Was? Leiter kann man nicht hochlaufen durch die Wendeltreppe. Ach so, ich dachte, man kann da so durchglitschen. Irgendwie wag ich die Wendeltreppe nicht so. Ne, ist ziemlich nervig. Aber sieht halt cool aus. Geil. Du stirbst die ganze Zeit hier. Aber es ist irgendwie voll langweilig hier, keine Ahnung. Willst du sonst 30 Versuche, um auf den Berg zu kommen? Findest du das geil? Ja, und dann sind wir auf dem Berg. Ja, und dann sterben wir auf dem Berg. Ja, aber da ist es doch viel spannender. Lol, wie sieht denn der Trilobite aus? Okay, da vorne ist ein Dodo. Den kriege ich tot. Aber guck mal, hier ist kein Tier. Dass man, und das ist irgendwie... Also da vorne ist zwar so übertrieben viele, und hier ist einfach gar keins. Das ist richtig... Finde ich nicht so gut ausgewogen. Und hier sind auch überhaupt keine Anunnaki-Tiere. Das ist richtig... Richtig blöde. Irgendwas funktioniert mit dem Mod nicht. Wir müssen den auf jeden Fall nochmal rauspacken und wieder rein. So, wo haben wir denn hier unsere... Dich brauche ich einmal. Natürlich brauchst du. Brauchst du so viel. Alter, weil hier ist es irgendwie, guck mal... Keine Ahnung, voll... Langweilig. Also ich würde echt, wäre echt dafür, dass wir hier nur bleiben, bis wir halt Peteran oder uns haben. Und uns hier vielleicht so eine kleine Zwischenbase bauen. Da noch mal einen drauf und noch einen. Alter Junge, du hast mir richtig viel Leben abgezogen. Das darfst du nicht machen und wir reden gar nicht mehr. Guck mal, es passiert einfach nichts Spannendes mehr. So, haben wir hier noch ein paar und dann muss es ja auch endlich mal hier funktionieren, sonst... Sonst tick ich aus. Junge! Nice, ich hab keinen Schaden bekommen.
Ja, was? Ist was? Ernsthaft? Ja. Was ist für eine Scheiße? Spring runter, du bekommst keinen Schaden. Ja. Ich sehe nichts, Mann. Wo guckst du hin, Alter? Okay. Du musst mal den Weg gedrückt halten, okay? Wo bist du da runtergefallen? Räum, Dude! Oh Mann. Ist nicht ein bisschen langweilig hier? Ey, kannst du vielleicht mal eben. Soll ich mal einen Trickshot versuchen? Nicht geschafft. Junge, mir ist zu kalt. Kalt? Ja. Inan, hilf mir, ich sterbe gleich. Ich sterbe. Ich sterbe gleich. Inan, Hilfe. Ich sterbe, ich brauch noch. Inan, was bist du für ein Opfer? Was? Oh nee. Okay, wir können unser Betten respawnen, ne? Ja. Wollen wir es machen? Ja. Alter, das war ja richtig unnötig, da hinten hin zu gehen. Aber jetzt wissen wir, dass es. Wie wenig ist denn hier los? Ey, guck mal. Wir können easy darüber. Ich bin da oben gespawnt. Wie da oben? Bei unseren geilen Treppen. Ich dachte, du spawnst jetzt hier. Ja, das wollte ich auch. Oh Mann, die Schildkröte soll sich nach der Hälfte aufhören, mich zu schlagen, Mann. Ist mal geschafft. Ich wollte mich mal von der Schildkröte schlagen lassen. Hab die dann außersehen ohnmächtig geschlagen. Weil die. Sagen wir noch Alter, wie es kann ja, das ist einfach irgendwas ist hier kaputt. Der Anunnaki Mod funktioniert nicht. Junge, ich spawn einfach genau vor mir ist ein Wolf. Das ist doch nicht hier. Guck das mal rechts an, Mann. Ich weiß. Hast du die andere Insel gesehen? Da war nichts los, ne? Da war einfach weniger als nichts los. Da waren zwei Parasauren. Und ein Dodo, den ich getötet habe. Ich habe auch einen getötet. Hier sind ab und zu mal alle 200 Meter. Der mein Känguru. Dem. Ach, guck mal hier. Ganz schön leer, oder? Stimmt. Tschüss. Hä, da hätte uns rennen doch Skorpione her. Ja. Alter, was ist. Was ist das für eine Armee, Mann? Also ich gehe noch ein bisschen weiter. Tschüss. Viel Spaß Ihnen, ne? Hier läuft ein bisschen was hinterher. Ach gar nichts. Ich höre nichts. Sehe nichts, spüre nichts. Das heißt, nichts. Nichts ist da. Junge, ich hab's geschafft. Die Hälfte habe ich geschafft schon. Und mir wird schon kalt. Sind einfach instant Wölfe hinterher gerannt, richtig unten. Was ist bei dir die Hälfte? Die fliegen. Schaden. Fliegen. Agatavis. Ich bin direkt in den reingerannt. Was? Warum rutsche ich hier weg? Tschüss, Inan. Viel tschüss. Ja, hinter dir fliegt was hinterher. Oh, hinter mir fliegt auch was her. Nein! Fuck sie dann! Nein! Ich war einfach 1 Meter hinter, also 10 Meter hinter dir oder so. Und dann wurde ich umgeknickt. Junge, ich hab so wenig. Im Sekundentakt verliere ich Leben, Alter. Ja, das war bei mir auch. Ich war gepoisoned. Hast du den Ofen angemacht? Nee. Warum ist er dann an? Was drin ist. Spawne und instant 2 Skorpione. So lässt sich doch leben, oder? Es geht nicht. Wir müssen irgendwie da auf die andere. Gestorben? Was? Bist du gestorben? Ja.
Junge, 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 fahr doch! Achso, du bist noch schon wieder los. Ja, ich bin schon wieder fast oben. Schon wieder, du bist schon wieder fast oben. Ja, ich bin hier da, wo ich gerade schon bin. Da bist du. Ja. Also bei den Steinen da, wo du die Agent Harvest hinterher geflogen ist. Alter, ich probiere es noch einmal und dann ist auch die Folge vorbei. Wir überziehen nämlich schon wieder. Ja? Ja, es ist schon wieder 24 Minuten. Junge, wie viele Libellen? 25. Ja. Lol, davon muss ich erstmal ins Glück machen. Okay, noch ist mir nicht zu kalt. Und wieder Eiswürfel. Okay, ich muss es einfach schaffen, ohne dass ich Schaden bekomme hier. Nein, oh, Alter. Man rutscht immer so schräg runter, ne? Ja. Angst habe es. Alter, ist das eine Krippelei hier. Kann noch fliegen. Oh, scheiße. Komm, wir müssen es schaffen. Oh, leck. Den Berg nicht hoch. Ja, am Berg hinter mir sind Fliegen. Ich komm den scheiß Berg nicht hoch. Und vor mir ist eine Katze und ich fall den Berg runter. Nice. So lässt sich leben. Ich bin zwar gleich da, aber ich sterb noch trotzdem vorher. Junge, ich bin fast bei unserem Haus. Ja, bist du den Berg hochgekommen? Ja. Wie das denn? Ich bin einfach irgendwo hochgelaufen an der Seite. Hier. Junge, wo bin ich denn? Scheiße, Knochenbruch. Da vorne ist das Wasser. 10 Meter von mir entfernt. Fuck, ich komme da glaube ich nicht mehr hin, Mann. Okay, es ist mir. Ich habe nur noch Hunger. Ich habe nur noch Hunger. Junge, das Wasser ist 2 Meter von mir entfernt, Mann. Zwei Meter vor dem Wasser gestorben. Was gibt's da für eine Scheiße ein? Ich muss gerade eben Gamma hochstellen. Wie schön aussieht. Nein, damit ich sehe. So, ich bin jetzt fast bei unserem Haus. Ich war 1 Meter vom Wasser. Okay. Wollen wir dann jetzt schon mal hier die Abmord machen? Ja, okay, dann lass zusammen die Abmord machen. Bist du hier? Ja. Okay, bist du für da? Ja. Hä? Bist du nicht? Hä, mir ist auf einmal zu kalt. Ich muss ein Lagerfeuer machen. Noch Stone brauche ich dafür und dafür brauche ich das hier. Dafür brauche ich auch Stone. Nein, okay, ich muss mich ins Wasser stellen einfach. Ich muss hier im Wasser jetzt bis zum morgigen Tag warten, oder was? Okay, da würde ich sagen, beenden wir jetzt die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war hier sehr chaotisch. Wir haben versucht, zwischendurch uns irgendwo anders nochmal eine Base aufzubauen und alles. Und ja, hat alles nicht funktioniert. Auf jeden Fall ist hier gerade ein gelber, diese gelber Diplodocus. Naja, mal schauen, ob wir es überstehen. Das seht ihr in der nächsten Folge. Und dann werden wir auch endlich mal anfangen, hier die Tiere zu zähmen und so hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willst du auch noch was sagen? Bei mir ist ein Skorpion auf dem Boot. Okay, ciao.